So, damit hallihallo und herzlich willkommen hier beim Steam Deck Checker. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einem weiteren Gameplay-Video hier auf diesem Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht's weiter mit die Schlümpfe-Mission Bloodpest. Um Gottes Willen, wo ich das damals gesehen hatte, dachte ich mir, oh, hätte ich mal schon mal wieder Bock drauf. Ich weiß noch, mein allererstes Schlümpfe-Spiel habe ich damals auf den großen, grauen Gameboy gespielt. Könnt ihr euch daran erinnern? Dieses Spiel war so bockschwer gewesen. Jetzt gibt's eine neuere, schönere Fassung und die wollen wir uns jetzt hier auf dem Steam Deck anschauen. Dementsprechend lasst uns mal beginnen, ja, in ein neues Spiel. Wir gucken gleich mal in die Option rein, wenn das Ganze denn geladen ist. Ich habe hier natürlich das Ganze schon so ein bisschen gestreamt bei mir auf Twitch. Dementsprechend werden wir jetzt hier aber nochmal separat nochmal ein neues Spiel anfangen. Soweit so gut. Wir haben hier soweit alles eingestellt. Audio, Video, sehen wir hier Musik und so weiter und so fort. Wir haben Fenstermodus, nein. Bildschirmanzeige, Standard, Auflösung, Standard, Grafikqualität ist hoch. Blumen an, SSAO ist an, Tiefenschärfe ist an, Pausing ist ebenfalls an, Steuerung, klar, Xbox-Controller, das war's. Mehr ist nicht drin. Dementsprechend starten wir ein neues Spiel mit Die Schlümpfe. Mission Bloodpest. Oh ja. Ich habe das auch nur günstig geschossen, muss ich dazu sagen. Bei Fanatec oder wie das da irgendwie heißt, gab es das für die Geschichte Euro. Der Bloodpest schlumpfen möchte ich. Ein grauenvolles Abenteuer, man glaubt es nicht. Dafür schlumpfte ich dieses kleine Gedicht. Mit schlumpfigen Bildern für meinen Bericht. Sicher in ihrem Dorf im Schlumpfenland wohnen die Schlümpfe, allseits wohl bekannt. Papa Schlumpf, unser geliebtes Oberhaupt. Und Schlumpfine, deren Schönheit man kaum glaubt. Handy, Torti, Jokey, um nur einige zu nennen. So heißen die blauen Racker, deren Namen wir alle kennen. Doch fernab des Dorfes, wohin kein Schlumpf je geht, liegt eine Hütte, die jeder schmäht. Dort wohnt ein Hexenmeister, ganz in Schwarz gekleidet. Lebt dort allein mit seinem Kater, den man lieber meidet. Knallrote Stiefel trägt er bei seinem bösen Spiel. Laut Zwirni zeugen diese nicht von Stil. Die Rede ist von Gargamel, da trügt euch nicht der Schein. Auf die Nase würde ich ihm schlumpfen, wär ich nicht so klein. Seine fixe Idee bringt den Schlümpfen Pein. Er möchte sie schlumpfen für irgendeinen Stein. Aus einem Buch des Schreckens, in dem sich die Formeln türmen, schlumpft er diesmal eine zum Züchten von Birnen. Nein, keine Birnen. Augenblick, ich schau. Zum Züchten von einer Pflanze, mythisch, giftig und gefährlich. Ah ja, genau. Also schlumpfte er mit Hilfe einer uralten Schrift diese höchst gefährliche Pflanze, strotzend vor Gift. Papa Schlumpf ist verzweifelt. Die Lage ist schlimm. Schlümpfe sind verschwunden. Aber wie und wohin? Da bist du ja, Hefti. Hallo, Papa Schlumpf. Handy hat mich gebeten, bei dir vorbeizuschauen. Er hat mir dieses komische Gerät auf den Buckel geschnallt. Er nennt es Schlumpfisator. Ja, das ist seine schlumpftastische neue Erfindung. Damit kannst du all die verseuchten Pflanzen heilen, die das Dorf überschlumpft haben. Und vielleicht ein paar von den verschwundenen Schlümpfen schlumpfen. Hoffentlich. Aber Handy hat mir gesagt, seine Maschine bräuchte einen Tank. Na, dazu bist du ja hier. Ohne einen Tank kannst du den Schlumpfisator nicht richtig benutzen. Der Tank ist eine Blume, die ich untersucht habe. Die kannst du ein Stück den Weg hinunterschlumpfen. Sie ist anscheinend gegen die Infektion immun geworden. Glaubst du, sie könnte unser Problem lösen? Hoffen wir es. Apropos Schlumpfisator. Du hast die Ehre, diese neue Erfindung als Erster zu beschlumpfen. Aber ich will sicher gehen, dass du mit der Ausrüstung auf dem Rücken noch genauso stark bist. Mit oder ohne Schlumpfisator, Papa Schlumpf. Ich bin der stärkste Schlumpf. Aber wenn du schlumpfst, dass das nötig ist, kann ich ja damit üben. Das wäre mir lieber, Hefti. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Ich habe dir einen kleinen Parcours geschlumpft. Fangen wir mit dem Training an. Geh hinüber zu Farmi. Er schlumpft am Fluss. Ehe wir weiter schlumpfen, sorgen wir erstmal dafür, dass du dich mit dem Schlumpfisator noch gut bewegen kannst.
So, da sind wir im Spiel. Es ist, muss dazu sagen, das Einzige, was halt massiv hart nervt, ist, es ist ein bisschen viel Schlumpf. So. Heiliger Schlumpf, da bist du ja, Hefti. Papa Schlumpf hat mir aufgetragen, einen Test für dich auszudenken, um sicherzugehen, dass du deine Mission schlumpfst. Ich weiß, Farmi. Was soll ich tun? Ah, schlumpf den Kopf und sieh mal zu der Felsspitze da drüben. Da sollte dich jemand anschlumpfen. Da oben, da ist Schlumpfine. Sie ist ja so schlumpfig. Sie ist ja so schlumpfig. Gerade ob man so das gab. Wie gesagt, wir haben das gut bei uns. Anderthalb Stunden gespielt oder sowas. Das hat schon Spaß gemacht. Deswegen, das sind halt okay, einfach mal so. Jetzt muss ich springen. Wo du halt einfach mal so ein bisschen entspannen kannst halt, ne? Ist noch mehr verseuchtes Gras. Ich kann es gar nicht erwarten, es zu heilen. Yippie! Hopp, hopp, hopp! Ja! Alle hopp! Natürlich fahren wir hier runter. Ah! Und hopp! Das ist der Springkurs? Da schlumpfe ich ja mit hinter dem Rücken zusammengebundenen Händen. Fantastisch! Hallo Hefti, was schlumpfst du hier? Ich suche eine seltsame Blume, die uns anscheinend gegen diese Verseuchung schlumpfen kann. Ach ja, Papa Schlumpf hat erzählt, dass er dir eine kleine Aufgabe gegeben hat. Ich habe gehört, du sollst Handys neue Erfindung austesten? Ja, den Schlumpfisator. Ich lerne gerade, wie man ihn benutzt. Ich schlumpfe so gut ich kann, damit zurechtzukommen. Na, dann übe mal weiter, weil du nämlich über den Fluss da vorne springen musst. Pass auf, dass du nicht ins Wasser schlumpfst. Keine Sorge, ich kann doch schwimmen. Das glaube ich dir, Hefti. Aber wenn du ins Wasser schlumpfst, schlumpft dich das Gewicht des Schlumpfisators womöglich auf den Grund. Und dann? Schlumpfige Nacht. Ich passe schon auf. Also nicht ins Wasser fallen. Und hopp. Und was passiert natürlich? Wir fallen ins Wasser. Das wär's. Da ist die Blume. Das ist bestimmt die richtige. Sie wirkt gar nicht krank. Die muss immun sein. Das sieht jetzt am Anfang noch relativ simpel aus. Ich sollte auf den großen Pilz springen können, um da oben ranzukommen. So simpel ist es leider nicht. Also das geht ganz schön ab. Also klar, jetzt am Anfang endlich das Tutorial Dorf. Und alles ich was Ich kann halt, es ne? gar nicht erwarten, allen die Blume zu zeigen. Aber das nachher, wird sie aufmuntern. Wenn du soweit die ganzen Grundlagen hast. Ja, dann hopp, hopp, hopp. Funktion haben wir ja noch gar nicht. Ja, erst später. Ah, okay. Da hinten ist die Blume. Ich muss weiter. Alle hopp. Erst holen wir noch das Paket hier. Yippie! Springen ist toll. Es gibt nichts Besseres, um sich in Form zu schlumpfen. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht herunterfalle. Oh Gott, ja, das sollte nicht passieren. Und hopp! Alle hopp! Hopp, hopp, hopp! Top! Großartig! Hopp, hopp, hopp! Yippie! Ja, das ist halt so eine putzige Spiele halt für unsere Kleinen halt, ja. Ich habe die Blume. Mission erfüllt. Ich bin der Tollste. Selbst mit dem Schlumpfisator auf dem Buckel. Na, dann zurück nach Schlumpfhausen.
Ich muss diese Blume zu Papa Schlumpf und Handy bringen, und zwar schleunigst. Wuhu! Yippie! Fantastisch! Ja! Großartig! Ja! Da gibt's der Rucksack hier. Ach, dieser Mensch. Handy, hier ist die Zauberblume, die ich dir von Papa Schlumpf bringen sollte. Danke, Hefti. Endlich kann ich meinem Schlumpfisator den letzten Schliff geben. Bist du sicher, dass das funktioniert, Handy? Und ob, Papa Schlumpf, du wirst total überrascht sein. Die Verseuchung kann einpacken und du kannst wieder alle Bereiche in Schlumpfhausen betreten. Ich hoffe, du meinst eine Überraschung der guten Art, Handy. Denk daran, wie das war, als du die Roboter gebaut hast. Hefti hat nicht ganz unrecht, Handy. Manchmal schlumpfst du Erfindungen, die du nicht kontrollieren kannst. Ach, jetzt seid doch nicht so pessimistisch. Der Schlumpfisator ist meine fortschrittlichste Erfindung. Und die effizienteste. Darauf verwette ich meinen Schlumpf. Ich kann es kaum erwarten, ihn in Aktion zu sehen, Handy. Diese Verseuchung müssen wir ein für alle Mal schlumpfen. Schlumpf einen Moment, damit ich den Tank am Schlumpfisator anbringen kann. So, kann losgehen, Hefti. Heile das verseuchte Gras rund um das Dorf und komm dann wieder hierher zurück. Hey, wie geht's? Okay, ich probiere den Schlumpfisator mal an dem verseuchten Gras aus. Und hopp! Hopp, hopp, hopp! Alle hopp! Hopp, hopp, hopp! Huch! Okay. So kommt man auch auf den Weg zurück. Und hopp! Ich bin fertig, Papa Schlumpf. Alle verseuchten Pflanzen wurden geschlumpft. Der Schlumpfisator war sehr effektiv. Und er ist auch noch leicht zu schlumpfen. Meine Erfindung funktioniert tadellos. Das habe ich euch doch gesagt. Übrigens, der Schlumpfisator hat noch einiges in petto. Wenn du außerhalb von Schlumpfhausen auf Erkundung gehst, halte die Augen offen. Wenn du mir Materialien mitbringst, kann ich den Schlumpfisator weiter verbessern. Dir stehen noch eine Menge Überraschungen bevor. Okay, ich sehe mal, was ich finde, Handy. Ja, aber wir haben immer noch eine Menge Schlumpf vor uns, meine kleinen Schlümpfe. Ein paar Schlümpfe aus Schlumpfhausen werden vermisst. Sie wurden zuletzt auf dem Weg zum Damm gesehen. Hoffentlich sind sie nicht so wie die anderen verschwunden. Du musst besser schlumpfen, Hefti. Aber Vorsicht, der Bereich rund um den Damm ist verseucht. Benutze den Schlumpfisator, um dir den Weg dorthin frei zu schlumpfen. Das ist die Chance, meine Erfindung im Feldversuch zu testen. Du kannst auf mich zählen. Ich werde die vermissten Schlümpfe finden. Und diese verseuchten Pflanzen sollten sich besser in Acht nehmen. Genau. Hallöchen! Yippie! So, normalerweise könnt ihr jetzt hier überall, ne? Da kommt halt irgendwelche Nüsse da, was da ist da. Oder Mandeln. Und damit könnt ihr dann zum Beispiel Sachen wieder freischalten. Müsst ihr auch ein bisschen lesen, weil ja, ich hab mich schon verlaufen in dem Spiel, ja? Der große Tag ist da. Endlich kann ich den Schlumpfisator hervorschlumpfen. Hopp, hopp, hopp! Ja! Großartig! Heiliger Schlumpf, was ist denn das? Die sehen ja aus, als wären sie auch verseucht. Eine Salve vom Schlumpfisator und die Sache ist erledigt. Ihr seht aus, als müsstet ihr Pestbälle heißen. Hallo, Pestbälle? Na, da schlumpft mir doch einer einen Storch. Das müssen die berühmten Materialien sein, von denen Handy geredet hat. Wenn ich genug davon sammle, kann er den Schlumpfisator verbessern. Und hopp, fantastisch! Alle hopp! Jetzt ist er hoch. Da geht's hoch. Hopp, hopp, hopp!
ist zusammengebrochen und wir sitzen hier fest. Kein Grund zur Panik. Bin schon unterwegs. Ich schlumpfe mich um euer kleines Brückenproblem. Also gut, der Schlumpfisator kann die Verseuchung heilen. Aber vielleicht kann er ja noch mehr. Geben wir dieser Blume einen kleinen Schlumpf. Alle hopp! Danke, Hefti. Das war ein richtiger Zaubertrick. Ach, das war keine Zauberei. Das war Handys neueste Erfindung. Damit kann ich die Verseuchung verschlumpfen. Sieht aus, als könntest du ihn auch benutzen, um uns den Weg freizuräumen. Ja, ganz schön schlumpfig, was? Mit dem Schlumpfisator ist alles möglich. Gut, ich muss los. Ich sehe mal nach, ob am Damm noch Schlümpfe gerettet werden müssen. Und hopp! Hopp, hopp, hopp! Ja! Alle hopp! Großartig! Wuhu! Yippie! Hey, das muss einer dieser Pestlinge sein, von denen ich gehört habe. Mal sehen. Er hat einen Pilzkopf. Vielleicht kann ich hier draufspringen wie auf die anderen Pilze. Los geht's. Zeit zu zeigen, aus welchem Holz ich geschlumpft bin. Hopp, hopp, hopp. Hey, das Ding sieht aber gar nicht gut aus. Vielleicht sollte ich es heilen. Schon geschehen. Da. Und hopp! Huh? Sieht nach einem verseuchten Herzen aus. Ich heile es schnell. Hefti! Kannst du mich schlumpfen? Hier spricht dein Gewissen, Hefti. Du musst... Hör auf, herumzuschlumpfen, Jokey. Komm schon, gib das her. Gib mir das Schlumpfi-Talkie. Hallo? Hier ist Papa Schlumpf. Kannst du mich hören, Hefti? Papa Schlumpf? Bist du das? Ich kann dich hören. Aber wo bist du? Im Schlumpfisator. Warte, lass mich das erklären. Handy hat vergessen, dir vom Schlumpfi-Talkie zu schlumpfen. Das ist ein Gerät, das die Kommunikation über große Entfernungen ermöglicht. So können wir in Kontakt bleiben und du kannst uns Informationen weiterschlumpfen. Tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe. Du kennst ja Jokey. Er wollte dir einen Streich schlumpfen. Das ist schon in Ordnung, Papa Schlumpf. Ich werde ihm eine Lektion erschlumpfen, wenn ich wieder zurück bin. Sehr gut. Großartig! Alle hopp! Und hopp! Hopp, hopp, hopp! Alle hopp! Und hopp! Alle hopp! Wir werden jetzt nicht jetzt so groß nach Pitchen jetzt Ausschau halten. Versuchen hier das erste Kapitel so weit zu spielen. Nicht gerade schlumpfig, dass hier so viele Pestlinge sind, aber ich werde sie mit dem Schlumpfisator heilen. Geht doch nichts über einen kleinen Sprung, um zu schlumpfen, dass ich der beste Hüpfer bin. Das sehen wir. Hey Leute, wie läuft's denn so? Ah, Hefti, du schlumpfst gerade zur rechten Zeit. Wir schlumpfen es nicht mehr. Was ist denn los? Wir haben ganz friedlich auf den Damm geschlumpft, als plötzlich ein Samen vom Himmel fiel. Wusch! Auf den Boden, bumm! Und er begann zu wachsen. Wusch! Und plötzlich sproß da eine seltsame Pflanze. Plopp! Und die hat Fauli geschlumpft. Der hatte in der Nähe geschlafen. Wabam, paff, plopp, wiss! Das reicht jetzt mit den Soundeffekten.
Was ist dann passiert? Naja, wir wollten ratzfatz zum Dorf zurückschlumpfen. Aber wegen der Verseuchung ging das nicht. Zum Glück bist du zu unserer Rettung gekommen, Hefti. Ja, gut, dass du die Gegend mit dem Schlumpfisator dekontaminieren kannst. Also gut, ich rufe Papa Schlumpf mit dem Schlumpfitalki. Er kommt euch mit einem Storch schlumpfen und bringt euch nach Schlumpfhausen zurück. Ich gehe so lange Fauli retten. Was denn? Nochmal Fauli holen, ne? Das muss die seltsame Pflanze sein, von der diese Schlümpfe gesprochen haben. Die schlumpfe ich mal lieber gleich. Hallo, Papa Schlumpf. Ich habe die Schlümpfe am Damm gefunden. Schlumpf den Storch vorbei, um sie abzuholen. Fauli fehlt noch, aber ich bringe ihn zurück. Er scheint in einer seltsamen Pflanze festzustecken, die vom Himmel geschlumpft ist. Sie ist vom Himmel geschlumpft? Durch die Wolken? Das ist ein schlechtes Zeichen. Genau genommen war es ein Samen, der vom Himmel geschlumpft ist. Ich habe jetzt keine Zeit, das zu erklären. Schon gut, du kannst mir alles darüber schlumpfen, wenn du wieder zurück bist. Bring mir trotzdem bitte eine Probe von der Pflanze mit, damit ich sie untersuchen kann. Kein Problem, Papa Schlumpf. Bis später. Ja. Alle hopp! Schon dabei ist, was auch richtig sauber machen hier. Den zeige ich, zu was dieser Schlumpf alles fähig ist. Oh, so viel Aufregung macht ganz schön müde. Nicht einschlafen. Der Spaß fängt gerade erst an. Hopp, hopp, hopp. Hey, pass auf, dass du nicht ins Wasser fällst, Hefti. Daraus kann ich dich nicht wieder herausschlumpfen. Du machst das wie ein Profi. Tolle Ausdauer. Ich bin eindeutig der stärkste Schlumpf von allen, wenn ich das so sagen darf. Super. Hopp, hopp, hopp. Wurde gefallen. Was soll das denn? Hey, da ist super. Oh, ihr habt es geschafft. Danke, Hefti. Oh, du hast mir das Leben gerettet. Ohne dich würde ich noch in dieser scheußlichen Pflanze rumdösen. Schon gut, Fauli. Dafür bin ich ja hier. Ich habe keinen Schlumpf, wie das passieren konnte. Ich war gerade dabei, am Damm zu arbeiten, als mich plötzlich der Wunsch nach einem Leckerchen überschlumpfte. Ich legte mich unter einen Baum und als ich aufwachte, da saß ich in dieser scheußlichen Pflanze gefangen und all meine Freunde waren verschwunden. Ich weiß, sie haben mir alles erzählt. Ein Samen fiel vom Himmel und hat diese geheimnisvolle Pflanze geschlumpft. Die anderen rannten davon, aber du wurdest gefangen, während du schliefst. Ja, jetzt bin ich jedenfalls wach. Lass uns schnell zurück nach Schlumpfhausen gehen. Ich kann es kaum erwarten, in mein Bett zu kommen und ein wohlverdientes Nickerchen zu schlumpfen. Ich werde Papa Schlumpf ein Stück von dieser Pflanze bringen, damit er es untersuchen kann. Ich hoffe, er findet eine Möglichkeit, sie ein für alle Mal loszuwerden. So kam Hefti zurück, die Pflanze in der Hand. Dann sprach Papa Schlumpf, hat Folgendes benannt.
Diese Pflanze, meine kleinen Schlümpfe, wird Blattpest genannt. Sie spuckt mutierte Samen, deren Wirkung ist bekannt. Diese Samen des Bösen lassen Pestfallen sprießen. Sie wachsen und verbreiten sich ganz ohne Gießen. Erblickt ihr eine Pestfalle? Dann gebt bloß Acht, denn sie wollen euch verzaubern mit aller Macht. Die Schlümpfe stellten eine Frage. Sie wussten sich keinen Rat. Bitte sag uns, Papa Schlumpf, wie schreiten wir zur Tat? Um die Blattpest zu vernichten, müsst ihr zunächst finden 3 seltene Zutaten. Doch das geht nicht ohne Schinden. Also, die Liste der Zutaten für ein Blattpest-Gegenmittel ist sehr simpel. Ich muss mir nur merken, was Papa Schlumpf mir gesagt hat. Ach ja, ich habe es hier aufgeschrieben. Das ist es. Da wären Aqua Magnifica, Rosa Kristalle und Nieswurz für ihren Gestank wie Galle. Papa Schlumpf sieht große Gefahren vorher. Verseuchte Wälder, breite Seen und vieles mehr. Ein Murmeln erhob sich, voller Sorge vor der Pest. Wer ist denn verrückt genug für so eine Quest? Aus der raunenden Menge erhob sich nur eine Hand. Es war Schlaubi, der den Mut zum Alleingang fand. Aqua Magnifica, ich hole es, kein Problem. Tief aus dem Wald, beim wilden Schlumpf zudem. Ich habe weder eine Karte noch ein Diagramm oder einen Zeitplan. Echt tolle Organisation. Ich werde mal Papa Schlumpf fragen, ob er mir mehr über diese Mission verraten kann. So, das war's mit die Schlümpfe. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen ersten Eindruck davon geben. Wie gesagt, es läuft perfekt auf dem Sinne. Es sieht unglaublich hübsch aus. Diese Farben, die sind so richtig schön knallig. Das ist so richtig dieses von früher, so, weißt du, wie die Spiele halt so immer mal aussahen. Ja. Gerade diese ganzen Jump'n'Runs oder sowas, die waren hey, schon immer. Du heilst hier also alles? Ja, wie gesagt, ich kann es absolut empfehlen. Mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Ich habe hier nichts groß installiert oder sonst irgendwas. Läuft out of the box, ja, sodass ihr das Ganze einfach ganz normal installieren und einfach starten könnt. Wie gesagt, für unsere Kleinsten, unsere Liebsten und so weiter und so fort, ne, ist es wahrscheinlich ein Spiel, was ihr so unterwegs zocken könnt. Auch hier 1,5 Stunden sollten locker drin sein, dass ihr hier ohne Strom spielen könnt. Also für eine kurze Autofahrt ist auf jeden Fall damit machbar. Und ich habe jetzt knapp 2 Stunden gespielt und ihr habt ja gesehen, gerade mal 10% erreicht. Also da steckt noch ein bisschen Spiel drin. Ja? Und ja, dementsprechend bedanke ich mich, dass ihr dabei wart. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.